Das Pariser Kino Grand Rex ist das größte Kino Europas. Das Gebäude stammt aus den 30er Jahren und ist in seiner architektonischen Konzeption absolut einzigartig. Von außen, mit seinem hohen Turm an das unglaubliche Ende eines uns wohlbekannten King Kong-Films erinnernd, dessen Hauptdarsteller, der Riesenaffe, auf der Spitze eines Wolkenkratzers seinem tragischen Ende mit hohem Mut entgegenging, ist die Kinohalle dagegen wie ein gigantisches Bühnentheater aufgebaut. Das Kino vermietet gelegentlich seinen prächtigen Hauptsaal für Sonderaufführungen im besonderen Rahmen. Über 4 Etagen türmt sich der Saal empor und bietet, wie in einem klassischen Theater, dementsprechende Preiskategorien an. Bar im Erdgeschoss und im 1. Stock sorgen für ausgefallenen Komfort bei den Zuschauern. In den Seitennischen des Theaters prunkvoll und exotisch, mit breiten Palmen und Gipsstatuen geschmückt, empfangen jeden Abend 2700 mit Leder bezogene Sessel ihre spannungsgeladenen Zuschauer. In diesem besonderen Ambiente wurde dieses außergewöhnliche Programm mit russischer Orchestermusik veranstaltet. Als Eröffnungsstück Rachmaninows spektakuläres und legendäres 2. Klavierkonzert in C-Moll, Opus 18. Am Flügel der Pianist, Dirigent und Komponist Lyul Dolgoruki, Nachkomme der berühmten russischen Dynastie, die unter anderem im Jahre 1147 erheblich zur Gründung der Stadt Moskau beigetragen hat. Die Zusammenarbeit mit Philippe Barbelanja ist für mich ein großes Erlebnis, jedes Mal ein großes Erlebnis, aus mehreren Gründen. Zum einen ist er ein guter Freund, ein sehr guter Freund, ein treuer Freund. Zum anderen hat er unglaublich viel Energie. Mein Produzent hat mich vor einigen Tagen gefragt, wie schwierig das 2. Klavierkonzert von Rachmaninow sei. Sehr schwierig, äußerst schwierig, unerhört schwierig. Und daraufhin habe ich schlicht geantwortet, dass es weder sehr noch äußerst noch unerhört schwierig ist, sondern alles nur eine Frage der Zeit, bis die Musik in einen aufkeimt und sich entfaltet. Wer im Einklang mit der Kunst ist und man selbst als, ich würde sagen, Werkzeug der Kunst sich selber ansehen kann, dann ist man ein richtiger Künstler, meines Erachtens. Ich meine, wenn man den richtigen Weg zur Kunst einschlagen möchte, wenn man im Einklang mit der Kunst sein möchte, dann sollte man sich nicht vom Ruhm blenden lassen. Ruhm ist für mich Gift. Ruhm blendet, Ruhm verwirrt, Ruhm verzettelt und Ruhm macht vor allem süchtig. Kunst macht nicht süchtig. Kunst ist von Menschenhand geschaffen worden und daher ein Abbild des Menschen. Ich so insofern versuche im Einklang mit der Kunst zu sein, um mich selbst durch die Kunst wiederzufinden. Das ist für mich meine Berufung.